Hallo, willkommen zurück zu Striving for Light Survival. Wir haben in der letzten Folge schon eingestellt, dass wir jetzt ein bisschen nahkampfmäßig am Start sind. Aber gucken wir mal hier. Wie man Sachen freischaltet, ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Erreiche 60 Nahkampfschaden. Ja, gucken wir mal, was jetzt gleich passieren wird. Wir haben den Nahkampf-Duli, wir haben den Abstieg in den Minenschacht. Dann gucken wir mal, wie wir mit dem Dreschflegel klarkommen. Gucken wir mal, ob vielleicht irgendwie Rückstoßschaden ein Ding ist. Dass wir vielleicht auch sagen können, man kann ein bisschen mehr stehen bleiben. So, gibt's hier. Das ist aber auch eine sehr kleine, runde Map, ne? Okay. Was haben wir hier Schönes? Splitterschlag. Deine Nahkampftreffer an Gegnern erzeugen Projektile. Oh, ruft einen permanenten Wolf-Nahkampfgefährten dabei. Ja, nice. Hast du hier noch einen? Das ist ein gestärkter Gefährte. Das sind viele Fernkampfsachen, ja? Also grün ist Nahkampf, blau ist Fernkampf. Völlig, ja. Völlig lost. Das hier ist grün-blau. Crit-Treffer geht auf beides. Ja, vielleicht gehen wir dann hier nach links. Fürs Erste. Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich auch angebracht. Es ist schön, dass der Dreschflegel wirklich durch die Gegner so durchrast. Ne? Klasse. Wieder einen auf den Sack bekommen. Jetzt haben wir auch nochmal hier Sammelreichweite oder sowas. Aber fürs Erste würde ich sagen, gehen wir hier lang. Was machen wir als Nächstes? Ah, hier ist nochmal ein weiterer Wolf-Gefährte. Okay. Erhöhter Nahkampfschaden. Sehr cool. Das sieht ja super aus hier, der Weg, ne? Dann vielleicht noch ein bisschen Laufgeschwindigkeit. Klingt vernünftig, ne? Das sind etwas größere Teile, die mir natürlich auch gleich mal hier eine mitgegeben haben. Spielt sich halt auf jeden Fall anders, wenn du auf Nahkampf gehst, weil du dann wirklich am Puls der Zeit sein musst. Okay. Okay, gut. Aller Anfang ist schwer, er stirbt zum ersten Mal. Ja, gib mir das Gleiche nochmal. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Immerhin, das habe ich natürlich nur gemacht, um die Errungenschaft zu kriegen. Ne? Also das ist hoffentlich klar. Okay, was haben wir diesmal? Meteoritenwurf. Ist ein Fernkampf? Dieser versagt 30 Schaden und versucht einen Rückstoß. Okay, das heißt also, das ist fester Schaden. Den kann ich mal so mitnehmen. Okay, das verringert die Angriffsgeschwindigkeit. Was ist das hier nochmal? Erhöhter Schaden. Okay, dann machen wir mal das und das hier. Wir könnten vielleicht sagen, hey, dieser Meteor, der ja einen festen Schaden hat, können wir auch versuchen, öfter zu triggern, indem wir mehr Fernkampfangriffe starten. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt mal eher mit Nahkampf agieren, weil die anderen zwei Runs schon Vollgas-Fernkampf waren. Haben eine Chance, Klingen zu erzeugen, die sich durch die Umgebung schneiden. Geschwindigkeit wäre halt auch praktisch, ne? Hier hast du zwar gestärkte Gefährten, aber wir haben doch keinen, keinen Gefährten. Hier hast du nur live! Uff. Das ist alles nicht cool, ne? Ja, Gift. Aber was nimmst du denn da?
Vielleicht gehen wir auf den Splitter Dodge, ob das ist auch komplett mit Fernkampfsachen umrandet, ne? Vielleicht sollen wir alle Fernkampfsachen. Ja, komm, warte mal. Wir machen. Wir beenden den Run mal eben. Kann ich hier irgendwie. Okay. Okay, Run beenden. Lass ich mal hier unten die Fernkampfteile weitestgehend rausnehmen. Und fangen wir nochmal an. Was ist das hier? Instabiler Trank, Zustandsschaden, Schaden der Gefährten. Okay, pass mal auf, vielleicht können wir hier Gefährtengedöns freischalten. Also, Gefährten und Nahkampf. So. Gucken wir mal, ob wir da zu Potte kommen. Muss dann auch ein bisschen Glück haben mit den Skills, die du da am Anfang freischaltest. Ah. Okay, hier ist einfach nur ein gestärkter Gefährte, aber kein richtiger Gefährte. Okay, Splitterschlag, Splitterdodge. Nahkampftreffer erzeugen eine Giftnova. Das klingt jetzt nicht allzu dumm, ne? Die Angriffsgeschwindigkeit auch super. Bisschen schade, dass wir. Ja, das war. Ei. Ich will nichts in den Comics dazu lesen, ja? Okay, die wollte ich auf jeden Fall alle noch einsammeln. Ach Gott. Explodierende Schläge, ja. Ist das ein richtiger Gefährte? Nein, das sind gestärkte Gefährten. Komm schon. Ich will richtige Viecher zum Kuscheln haben. Okay. Mehr Schaden, mehr Angriffsgeschwindigkeit. Aber Gefährten. Fehlanzeige, ne? Großer böser Feuerball. No me gusta. Aber dass meine Schläge Explosionen verursachen, ist nicht schlecht. Vergrößerte Wirkungsbereich für die Explosion? Ja. Du bist ein Wolf-Gefährte, das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Vielleicht machen wir dann Wirbeln und Wolfsgefährte und danach gehen wir hier auf Wolfsgefährten-Damage. Autsch! Habe ich vor lauter Explosion nicht gesehen, dass da ein großer Fleischball auf mich zurollt. Nice. Alright. Okay, machen wir hier, rollt auf mich zu, ist er? Das ist gestärkter Gefährte. Okay, Doppelschlag, gestärkter Gefährte, hört sich gut an. Und dann den hier auch noch. Da ist noch einen weiteren Wolfsgefährten. Da musst du aber erstmal gucken, dass du hier besser hinkommst. Vielleicht mit einem Node hier hoch. Ja, dann musst du trotzdem 3 Skills benutzen, ne? Ah ja, haben wir ja noch Zeit. Oh Gott, was bist du denn für ein Kackvogel?
ekelerregend. Ist da gerade eine Krabbe vom Strand gewesen? Was macht die im Minenschacht? Ja! Eine Strandkrabbe! What the hell? Right. Da ist er platt, der Kollege. Oh, fast nicht gesehen hier. Ja, spielt sich anders, ne? Spielt sich anders als, ja, komm, gib mir Angriffsgeschwindigkeit. Fernkampf. Schade, dass die Gegner reusen, obwohl das... Wow. Obwohl das jetzt eigentlich nicht so schwierig gewesen wäre, vielleicht so einen kleinen Reskin auf die Krabbe zu machen. Zum Beispiel mit einem Kohlepanzer anstatt hier mit dem normalen Outfit, ne? Ja, das ist wirklich schade. Hätten wir da mehr versprochen irgendwie. Selbst wenn es halt nur ein Reskin ist, ne? Aber Hauptsache, das sieht anders aus für die Mine. Was bist du? Zersplitterung? Siegt die Gegner erzeugen Projektile? Oh ja. Hat er mich echt jetzt gerade irgendwie getroffen? Moin. Ich brauche noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit und vielleicht mehr Nahkampfschaden wäre super. Ich möchte, dass die Keule so richtig abgeht. So, ne? Nonstop. Nonstop Coiling Action. Wo hätten wir denn noch mehr Geschwindigkeit? Hier ist noch mehr Geschwindigkeit. Ah ja, super. Ach, frick, ich brauche... Na gut. Oh, come on! Erstmal weglaufen hier. Oh, scheiße, jetzt dachte ich, mein Wolf wäre ein Gegner, ne? War schon panisch, dass der auf mich zustürmt. Geht, ne? Oh, ich hoffe, ich habe die richtige Taste getroffen. Musste gerade niesen. Was auch immer da ist gerade das Pausending getriggert hat, aber hey. Ja, da geht's aber auch schon weit nach oben, ne? Okay, na. Oh. Ah, das reicht gerade so nicht, ne? Ja, hier könnte man vielleicht damit arbeiten. Okay, wir haben zwei Wauzis. Vielleicht kriegen wir die noch ein bisschen stronger und dann... Bin ich auch schon fast zufrieden, ne? Also momentan sieht es so aus, als wären wir ahead of the curve, würde ich mal meinen. Kriegen die Gegner gerade richtig gut weg. Aha, gleich mal wieder einen Schaden gefressen. Und so einem einzelnen Kackvogel. Naja. Ja, wir gucken uns nach der nächsten Welle an, was wir da noch großartig machen wollen. Oh no. Muss ich hier echt Karussell fahren? Okay. Das ging doch recht gut.
Ah, hier kann man nochmal so einen Connector abstauben. Ja, gib, danke. Einsammeln wäre vielleicht auch gut. Einsammeln wäre gut. Ich hab so ein bisschen Schiss, wenn die hier diese roten Strahlen machen. Oder orange, wie auch immer. Dass die arg wehtun, aber... tun jetzt nicht wirklich weh, ne? So, wo wollen wir als nächstes hin? Ja, hier nochmal mehr Angriffsgeschwindigkeit. Dann hast du ja Hunden. Hier, ja, Hunden. Ein bisschen was, aber ich komme hier nicht rüber, ne? Das heißt, ich müsste da echt 1, 2, 3, 4. Nee, du. Hier hätten wir noch einen Crit. Hier oben ist nochmal gestärkte Gefährten. Aber nochmal einen Dodge dazu. Bin mir nicht sicher, dann. Dann eher den hier. Ja, mehr Angriffsgeschwindigkeit. Herzlichen Dank. Zwei Sachen mit Gefährten. Das ist super. Come on. Ich geh jetzt einmal außen rum und hol mir jetzt da links das Herz. Doch, ja, ich wollte gerade sagen, war hier nicht. Vielleicht sollten wir unser Life erhöhen, ne? Glaube ich, bei einem Nahkampf-Build auch legit das zu machen. Beim Fernkampf kannst du ja schon fast egal sein, ne? Aber wenn du wirklich nah an die Gegner ran musst. Keine Ahnung, was mich da jetzt getroffen hat. Ey, lass mich nicht Game Over gehen. Okay. Okay. Wir gönnen uns Max-Life-Sachen. Muss halt auch manchmal sein, ne? Na, vielleicht hat uns so ein Projektil erwischt. Das kann gut sein. Crap. Das hätte vielleicht auch gerade noch Damage gegeben, ne? Schwein gehabt. Schwein gehabt. Lassen wir mal Gegner explodieren. Ja, das mit den Krabben finde ich immer noch ein bisschen seltsam, aber hey. Aber mittlerweile stört mich die kleine Map auch gar nicht mehr. Es hat so einen kleinen Arena-Vibe, ne? Auch gut, dass die erste Map Sandstrand gewesen ist, weil Arena ja eigentlich einfach nur Sand heißt. So, was machen wir jetzt hier noch Schönes? Mehr Angriffsgeschwindigkeit. Jo. Vielleicht holen wir uns auch gleich noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Klingt gut. Und danach vielleicht Angriffsgeschwindigkeit. Okay. Auf geht's. Gleich wieder auf den Sack gekriegt. Oh oh. Ah, crap. Scheiße. Immerhin den verwüstenden Gefährten freigeschaltet und die zyklische Macht. Schwach, ne? Schwach.
zyklische Macht. Du wählst deine Nahkampfwaffe um dich herum, anstatt sie zu schwingen. Not stackable. Das heißt also, das nimmst du einmal und dann war's das. Hier hast du verwüstenden Gefährten, bei jedem gefallenen Gegner. Okay. Warum nicht? Komm, wir versuchen das nochmal. Also die Map, ich weiß nicht, ob es die Map ist. Oder der Dude. Aber die macht mir Probleme. Aber ich finde den Hintergrund der Map echt gut gemacht. Also nicht den Hintergrund hier, sondern ja, die Textur von der Map. Wirkt so ein bisschen wie so ein... Oh. Wie so ein bestimmtes Gemälde. Das sind gestärkte Gefährten. Du bist ein verwüstender Gefährte. Vielleicht gehen wir auf Gefährte dieses Mal. Ja, die Geschwindigkeit. Okay, machen wir hier die zyklische Macht. Wie funktioniert das? Wir haben permanent Angriff, oder wie ist das? Und die Angriffsgeschwindigkeit ist dann einfach nur, wow. What the hell? Okay, dieser verwüstende Gefährte ist böse. Das kann schnell eskalieren, wenn wir ein paar Gegner killen. Also die Angriffsgeschwindigkeit wird wahrscheinlich die Rotationsgeschwindigkeit erhöhen. Nehme ich jetzt mal an. Also, mal wie ist es ja nicht. Aber wir probieren es aus. Mehr Speed und dann gucken wir mal, wie schnell sich das Ding dreht. Ich glaube, es dreht sich schneller, ich bin mir nicht sicher. Es wäre schön, wenn man die Nahkampfreichweite erhöhen könnte. Das Gute an diesen verwüstenden Gefährten ist, die räumen Gegner in meiner Nähe auf, wollte ich eigentlich sagen. Okay, komm, gib mir Life und diese da sehr stärkere Gefährten. Splitter Dodge wäre interessant. Und das ist stackable. Interessant. Kann ich erstmal hier so stehen bleiben, weil hier keine Geschosse sind? Wirkt fast so, hm? Sind aber auch so ein bisschen fad. Das wäre ja fast noch für Damage reingelaufen, ne? Fast noch für Damage reingelaufen. Wo wollen wir hin? Hier, also hier gibt es einen Splitterschlag. Das sieht jetzt alles nicht so rosig aus, muss ich zugeben. Zustandsgedöns. Komm, gucken wir mal, was hier passiert. Grim Reaper, du und deine Gefährten halten eine permanente kreisende Sense? Danke. Gif. Holen wir uns doch mal ein paar Gefährten ran, oder? Könnte ich vielleicht ein paar Gefährten abstauben? Ich weiß gar nicht, wie der draufgegangen ist. Ist halt auch nur damit beschäftigt, zu gucken, wo du hinlaufen kannst. Jo, da ist noch so ein Ding. Jo, das war gut, ne?
Fernkampfangriffe rufen 1 bis 3 Blitzschläge hervor. Skill. Oh, ich hasse das. Ich wollte eigentlich nur die in den Skilltree bewegen. Das habe ich auch nicht ganz gerafft, ne? Oh. Noch ein Wolfgefährte, jo. Sollen wir mal versuchen, was zu rerollen? Ja, komm, lass mal hier gucken, was da passiert. Wirkungsbereich. AOE-Skills. Was haben wir denn AOE-mäßig? Nicht viel, hä? Die Sense ist, glaube ich, kein AOE. Ich will mehr Angriffsgeschwindigkeit, aber ich habe keine Lust, hier die verstärkten Dinger da zu nehmen. Andererseits, gibt mir das mehr Schaden oder wie schaut das aus? Also meine normalen Angriffe, ne? Ja komm, gib mir das, damit ich nachher mehr Angriffsgeschwindigkeit haben kann. Ja, der Wolf mit der Sense, ne? Gefällt mir. Schaden fressen gefällt mir nicht so ganz. Müssen wir vielleicht mal gucken, wie es ist, Skills zu deaktivieren, um mehr Angriffsgeschwindigkeit zum Beispiel wieder zu kriegen. Solange wir... Andererseits. Ja. Fast in den Dulli reingelaufen. Ich weiß nicht, welches Wort ich sagen wollte. Ich wollte reingelaufen, reingejagt, alles Mögliche wollte ich haben. Interessant, dass hier nichts dazukommt, ne? Ja, gib mir mehr Life. Mehr Life auswählen ist im Prinzip auch eine Heilung. Nur, ich dachte schon, das wären die Erfahrungspunkte, aber nee. Also ein Kackvogelviech. Und ja, alles ist Kackvogel, auch wenn es kein Vogel ist und ich am Kacken, also. Ach, das hat mich auch an Divinity Original Sins 2, der ekelhafte Kackvogel, ey. Okay, noch mehr gestärkte Gefährten. Dann hast du hier oben auch noch Platz für gestärkte Gefährten. Ups, den hier wollte ich haben. Ja, mehr Life. Oh, nicht gestärkte Gefährten. Das ist ein neuer Wolfgefährte, super. Okay, ein großer Knödel und ein großer... keine Ahnung was. Irgendein Amöbenviech. Mann, ich brauche mehr Damage. Ich will da die Erfahrungspunkte abgreifen. Danke. Ah ja, diese drei Teile sind Nahkampfschaden. Gut. Kannte das Symbol noch nicht. Das Problem ist... wir haben nicht so viele davon, ne? Ja, die Projektilschaden-Dinger will ich nicht, aber ich habe hier jetzt auch keine Verbindung. Und hier hinten, das ist auch nur über
Projektilschaden zugänglich. Das ist ekelhaft. Das ist ekelhaft. Vielleicht versuchen wir, da was anderes rauszukriegen. Okay, komm, gib mir das live. Wir haben ordentlich Gefährten und irgendwas freigeschaltet. Das hat hier so abgelenkt, dass ich gleich immer wieder hier direkt Damage gefressen habe. Interessant, dass du mit einem Nahkampf-Dubi deutlich weniger am Dodgen bist. Also ich zumindest. Vielleicht sollte ich mehr dodgen. Ja, schon zwei Level geholt hier in der Runde. Okay, was machst du? Noch einen Wolf-Gefährten. Wäre schon cool, ist ziemlich weit weg. Wieder weniger Angriffsgeschwindigkeit. Du bist ja Projektile. Sammelreichweite, ja. Ja, das Ding hier unten ist tot, finde ich. Ich habe keine Lust hier, diese Zustandsdinger zu holen. Weil wir das einfach nicht haben. Wir haben nichts, was Zustände macht, soweit ich weiß. Das hier unten ist auch tot. Ja, komm, gib mir den Wolf-Gefährten. Ich wollte eigentlich hier in die Richtung expandieren, aber was soll's. Das hier ist auch wieder so, ne? Ich brauche jetzt den Nahkampfschaden, aber ich komme da einfach nicht hin. Komm, lass mich ein paar kleine Viecher töten, damit ich meine Gefährten habe. Ja, die machen dann den Schaden, den ich brauche. Das Ding ist weg. Ich brauche trotzdem meinen eigenen Nahkampfschaden, damit ich erstmal zu diesen Gefährten hinkomme, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Ich wollte gerade sagen, wir sind full life. Wir brauchen das Herz gar nicht. Hm. Wunschdenken. Ich finde, diese Verwüstergefährten sind echt OP. Die sind schon hart. Das wären halt dann... Ja, komm. Das ist zwar nichts für unseren Nahkampfangriff gebracht, ne? Ja, wir machen echt... machen Bullschaden, ey. Wieder auf den Sack gekriegt. Man könnte auch argumentieren, alle Sachen liegen zu lassen, also Erfahrungspunkte, damit mehr Elite-Gegner spawnen. Andererseits, ich will skillen können. Oh. Ich glaube, das kannst du machen, wenn wirklich alles verbaut ist in deinem Skilltree und du einfach neue Sachen auswürfeln musst. Dann rentiert sich das, glaube ich, schon. Ah, so einen hätte ich schon gerne jetzt, um da vielleicht runterzukommen. Oh, ich dachte, der wäre aktiv. Hm. Was, du bist auch nicht?
Will ich mehr live? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Aber was mache ich denn jetzt großartig? Ich fühle mich in so ein bisschen... Ja, ich will nicht, also nicht befangen, aber... gefangen. Ja, komm, gib mir das hier. Und ja, die Folge geht länger als eine halbe Stunde. Aber wenn wir jetzt dann gleich sterben sollten, dann machen wir nicht nochmal einen Run. Aber ich dachte mir, das wäre sonst ein bisschen kurz gewesen. Und ich wollte halt noch mehr mit den Gefährten ausprobieren. Aber gebt euch mal da hier. Der Nahkampfschaden geht gar nicht. Und ich glaube, um die Zerstörergefährten zu holen, musst du selbst ein Viech töten und nicht hier deine Wölfe. Aber ich bin halt da auch nicht ganz sicher. Ja, wir müssen aktiv irgendwie hier auf die Nahkampfschadendinger gehen, ne? So mies, dass du nicht irgendwas auswählen kannst, so von dem Motto, ich möchte nur die angezeigt haben. Wir haben da nur zwei auf unserer Map und beide sind echt mies zu kriegen. Oh, Schusswinkel. Na gut. Arbeiten wir uns hier vor. Lass uns mal hier switchen. Permanente Sense, ja. Oh! Okay, das war nice. Dann können wir dann hier auch den nächsten holen. Dann eventuell uns hier runterarbeiten. Das wirkt doch jetzt schon wieder richtig gut. Es ist erstaunlich, wie schnell sich was ändert in dem Game, ne? Am Anfang noch ordentlich gestruggelt, eine Runde davor und jetzt machst du da doch wieder richtig gut Damage. Ja, die Gegner machen jetzt aber auch gerade gut Damage an mir, ne? Hier. Dann haben wir gesagt, eventuell hier runter. Hm? Weil ich den Splitterschlag jetzt eigentlich nicht so geil finde. Komm, gib mir mehr Life. Okay, das sind auf jeden Fall zwei Bosse am Start. Einer ist weg, der andere vielleicht auch schon. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja. Da sind die Zerstörer zerstörerisch am Start. Ey, ich muss sagen, dafür, dass ich am Anfang relativ skeptisch war und mir der Arzt alles nicht unbedingt zugesagt hat, es macht schon Böcke, ne? Es macht schon Böcke. Switchen wir den hier auch? Ja. Okay, Crit klingt gut. Danach haben wir ja noch Angriff gespielt. Alter! Ui, 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 ui.
Das war nicht allzu geil. Haben sie mich da schon wieder getroffen? Oh, crap. Ah, der Fliegenschiss ist immer noch in der Mitte, ne? Müsste aber auch gleich down sein. Oh, leck mich. Wieder Damage von einem Normalo gefressen. Okay. Fliege down. Oh, Junge. Ist nicht mehr normal, was wir hier gerade einstecken müssen. Wow. Aber so Billo. So richtig Billo-Teile, ne? Ja, gib mir mehr Life. Oh, scheiße. Schon wieder. Das ist das Mieseste, wenn du direkt am Anfang gleich auf den Sack kriegst, ne? Direkt am Anfang auf den Sack kriegen, no. Fast schon wieder in irgendwas reingelaufen. Blindlings. Ohohoho! Da hätt's mich fast gebrutzelt. Ja, vielleicht spielen wir das dann doch nicht zu Ende, sondern verrecken einfach. Das kann natürlich auch sein. So, was wollen wir jetzt hier Schönes? Speed und Gefährten. Und eventuell dann Crit-Gefährten live. Fürs nächste Mal schon. Oh, direkt Gefährten live eventuell. Ja. Gib mir das Herz. Das werde ich eh gleich wieder einbüßen. Oh Gott. Ich war schon wieder hier im Panikmodus. Hat man gehört? Nee, ne? Ich glaube nicht, dass man das rausgehört hat aus meiner souveränen, ruhigen fucking Stimme. Alter, die... Oh. Die lassen aber auch einfach so, ne? Shit. Ihre Laserstrahlen raus. Ohne Vorwarnung. Oh, no. Ja, super. Herzlichen Dank bei 0-0. Am Arsch. Am Arsch. Am Arsch. Wir gucken uns an, was wir als nächstes düdeln. Wie schaltet man hier was frei? Also, Helecha. Oder wie auch immer. Die Geleite von Ankarath. Freischalten durch. Besiege den Endboss in Wave 20 auf den gefrorenen Ebenen auf Stufe 2. Höhlen. Stufe 2. Was? Moment, warte mal. Höhlen, gefrorene, was? Ich habe hier nur Strandgewölbe, Descent und Wälder. Was? Fähigkeit Hühnerherde. Beginnt mit 3 permanenten Hühnergefährten. What? Der Farmer? Mit Dark Wanderer. Mit Darokin. Auf Stufe 3. Wer ist Darokin? Wir. Dann werden wir versuchen, auf Stufe 3 zu kommen mit dem, ne? Enorme Angriffsreichweite klingt doch vernünftig. Smaragdstab. Jeder Angriff beschwert einen Spinnengefährten. Hält 6 Sekunden an. Du hast keine Wurfgeschosse. Okay, pass mal auf. Machen wir mal hier die Nahkampfschose raus.
Du hast keine Wurfgeschosse, aber ich kann mehr Gefährten bekommen. Okay. Was habe ich da nicht freigeschaltet gerade? Fernkampfgefährte. Okay. Sammlerreichweite klingt okay. Zersplitterung. Ja, Gegner. Jetzt werden wir wieder die Fernkampfsachen anschalten, ne? Ja, dann gucken wir uns hier das so an. Als Map würde ich fast sagen, wir werden den hier machen. Strand, höhere Spawnrate. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber ich möchte diesen neuen Charakter freischalten. Also Leute, macht's gut, bis dann. Ciao.